Kunst kann ganz schön verzwickt sein. Ein Beispiel sind die Bilder der Künstlerin Johanna von Emden. Schon der erste flüchtige Blick lässt die Frage aufkommen, sind die Bilder allegorisch oder nicht? Also mit anderen Worten, haben die Bilder eine Bedeutung, eine tiefere Bedeutung oder auch nicht? Ein Deutungsversuch. Beide Damen haben keine Identität, der Kopf fehlt. Stattdessen tragen sie ein TV-Gerät. Die erste Dame trägt eine Nelke in der Hand. Handelt es sich um ein Schachspiel, dann weiß man, diese Konstellation bringt keinen Sieger hervor. Das Narrativ dieser Arbeit ist also relativ einfach. Aber ist es wirklich eine Erklärung? Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, die Botschaft, die sich in diesem Bild verbirgt, zu enträtseln, zu entschlüsseln, sondern dass man seine Aufmerksamkeit wieder darauf lenkt, was Kunst wirklich ist. Ein Wunder.